Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Zur Zeit der Saurier gab es üppiges Leben auf der Erde und deswegen ist es kein Wunder, dass ab und zu auch mal sich größere Mengen organischen Materials irgendwo angesammelt haben, was abgestorben war. Und das ist dann von Sedimenten überdeckt worden und dann ist dieses organische Material durch Bewegungen der Erdkruste in ein paar Kilometer Tiefe transportiert worden. Und in diesen Tiefen hat sich inzwischen seit den Saurierzeiten bis heute dieses organische Material ganz langsam in Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Und dieses Muttergestein, in dem die Kohlenwasserstoffe sitzen, das sieht ungefähr so aus. Jetzt sind aber viele Sedimente darüber entstanden und diese Sedimente drücken mit hohem Druck auf dieses Muttergestein und das führt dazu, dass ein Teil der Kohlenwasserstoffe ausgepresst wird wie aus einem Schwamm. Und diese Kohlenwasserstoffe steigen in den mikroskopisch feinen Poren des darüber liegenden Sedimentgesteins auf und verdrängen das Wasser, was da vorher drin war. Und so gelangen die meisten Kohlenwasserstoffe nach und nach an die Erdoberfläche. Wenn aber auf dem Weg dahin eine Barriere auftritt, eine undurchlässige Tonschicht oder sowas, dann kann es passieren, dass die aufsteigenden Kohlenwasserstoffe auf dieses Hindernis treffen, nicht weiter können. Und dann gehen die an die höchste Stelle der Barriere und wenn man ein paar Millionen Jahre wartet, bildet sich dann unter dieser Barriere eine konventionelle Lagerstätte. Diese konventionellen Lagerstätten haben wir seit über 150 Jahren intensiv genutzt und langsam aber sicher gehen die zur Neige. Die sind leer. Die Menschheit braucht aber noch viele Kohlenwasserstoffe und deswegen hat man angefangen, auch nach unkonventionellen Lagerstätten zu suchen. Hier auf diesem Bild sind gleich zwei solcher unkonventionellen Lagerstätten zu sehen. Die erste ist zum Beispiel das Muttergestein selbst. Da ist ja nur ein Teil der Kohlenwasserstoffe, die da drin vorhanden sind, ausgepresst worden und der Rest sitzt da noch drin. Aber er ist gefangen in den Poren, die nicht zusammenhängen und kann sich nicht bewegen. Eingeschlossene Kohlenwasserstoffe. Und die zweite unkonventionelle Lagerstätte, die wir hier sehen, das ist sogenanntes Tight-Gas. Manchmal sind die Poren im Gestein so eng, dass man die gar nicht sehen kann. Öl kann da gar nicht durchwandern, aber Gas versucht aus dem Muttergestein hoch in die konventionelle Lagerstätte zu steigen. Aber wenn die Poren immer enger sind, dann bleibt das Gas da drin stecken. Das ist das, was wir Tight-Gas nennen. Bei uns in Deutschland gibt es noch viel Tight-Gas und viel Öl, was noch in Muttergestein eingeschlossen ist, aber das kann man nicht einfach fördern, weil sich dieses Gas einfach nicht bewegen kann. Wenn man es fördern wollte, müsste man das Gestein frecken. Das bedeutet, man müsste Bohrungen anlegen, diese Bohrungen mit hohem Druck beaufschlagen, sodass das Gestein Risse hier kriegt, die von der Bohrung ausgehen und durch diese künstlichen Risse könnte man dann das Öl oder Gas in die Bohrung fördern. Wie gesagt, wir haben viel solcher Kohlenwasserstoffe in Deutschland, aber Fracking ist bei uns nicht akzeptabel und sogar verboten. Und deswegen müssen wir mal sehen, wie es damit weitergeht. Vielleicht finden wir umweltschonende und technisch ansprechende Möglichkeiten, auch mit Akzeptanz der Bevölkerung da noch dran zu kommen. Wie das genau geht, lernt man in unseren Vorlesungen über die Fördertechnik bei meinem Kollegen Professor Amro. Wir würden uns freuen, euch hier in unseren Vorlesungen wiederzusehen. Glück auf!